auf ein neues bei Rap Heads Televisel. Vielen Dank an DJ Flutter. Ohne ihn wären diese beiden jungen Herren nicht hier. Das da hinten ist DJ Flashmaster Ray an den Decks. Wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr hier? Worum geht's hier? Yeah, ich bin Sido, direkt aus dem Block. Ich bin hier in Hamburg bei Rap Heads und TV. Oh, Rap Heads TV. Und hänge hier so rum, muss heute noch ein Konzert absolvieren. Ich bin hier mit B-Tide. Yo, ich bin B-Tide von der Sekte. Alles klar, Jungs. Sido, letztes Jahr, ja, hast du dein Album rausgebracht. Dieses Jahr hast du dein Album rausgebracht. Das Album ist erschienen und es ist sofort auf Platz 3 gegangen. Du hast seitdem 100.000 Platten verkauft. Du bist seit 2001, seit Samy Deluxe mit seinem Album, bist du wirklich der erste Künstler hier in Deutschland, Solokünstler, der 100.000 Platten jetzt im Rap-Sektor verkauft. Du warst bei MTV, du gehst da schon ein und aus, habe ich so das Gefühl. Du moderierst dort MTV Select selber. Du bist da auf dem roten Teppich, ja. Du bist da schon irgendwie Hausherr, habe ich so das Gefühl. Was hat sich alles für dich verändert? Wie hast du das alles empfunden? Weil das war ja eigentlich gar nicht so offensichtlich irgendwie. Mein Blog kam raus und das war ja irgendwie die Initialzündung für das Ganze. Ja, freut mich, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber für mich ist es immer noch dasselbe, weißt du? Deswegen trage ich auch die Maske, weil ich nicht will, dass so dieser ganze Ruhm mir irgendwie zu Kopf steckt, indem die ganzen Leute zu mir kommen und mir einblasen wollen für nichts, weißt du? Ja. So, ich will, also das will ich auf jeden Fall von mir fernhalten, diesen ganzen Ruhm-Trabbel und was man da hat, das will ich von mir fernhalten, deswegen auch die Maske. Weißt du, das hat sich aber natürlich geändert. Ich werde auch ohne Maske jetzt erkannt, so irgendwelche Paparazzis kommen auf Partys zu mir und machen Fotos von mir, während ich neben Miss Venus stehe und so, weißt du, und dann bin ich mit am nächsten Tag mit Miss Venus zusammen in der Zeitung und so ein Kram. Ja, sowas hat sich geändert, ansonsten nicht viel. Oh doch, ich habe mehr Geld. Und das lohnt sich auf jeden Fall, ja? Ja. Kannst du Lifestyle-Fuffis im Club einfach so umherschmeißen? Ja, so ist der Track entstanden. Auf meiner letzten Tour kam die Idee, da habe ich von meiner Gage, man kriegt meistens Fuffis als Gage, so, weil irgendwie alle kommen mit Fuffis zahlen. Dann habe ich, ich krieg die da und dann gehe ich nach dem Konzert immer noch im Puff und beschmeiß die Nutten mit Geld.